Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Ja, wir machen jetzt mit dem Quest auf der Rettungsventure weiter, da wir sie noch weiter aufbauen müssen und ich habe auf die Aufnahme gedrückt. Sehr schön. Und jetzt können wir direkt anfangen. Das ist die Aufgabentafel der Rettungsventure. Ja, das hatten wir doch schon. Okay, ich muss machen. Reparaturen des Haupttores. Okay. Okay. Ich packe hier wieder mein Pferd und wir machen dann direkt weiter. Oh je, irgendjemand knallt da draußen gerade bei mir die ganze Zeit die Türen. Und wir müssen auch ziemlich viel Mistdeck räumen, aber das kriegen wir alles hin. So, und ich glaube, jetzt hämmern hier hämmern wir was wieder hoch. Ja, sieht so aus. Ja, genau. Nach und nach entsteht hier was Schönes. Oh, ich mag die Musik, die ist so wahnsinnig toll. Also, ich muss wirklich sagen, diese Entwicklung gefällt mir von Star Stable sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut bis jetzt so. Auch wenn ich die Quest noch nicht fast gemacht habe oder nicht fertig gemacht habe, ich muss sagen, könnte meine Lieblingsquest werden. Weil das ist wirklich cool. Okay, wir müssen auch den Zaun reparieren. Und halt so ein bisschen, oder besser gesagt, die Mauer und hier ein bisschen, ja, Müll wegräumen. Um auf jeden Fall einiges zu tun. Okay, also können wir jetzt eigentlich einmal drumherum. Mein, oh, die Hunde sind so süß, aber sie sind so teuer. Ich weiß gar nicht. Die anderen waren aber auch so teuer. Also ich denke, ich werde mir auf jeden Fall noch. Hier müsste aber eigentlich auch noch was hin. Ich werde mir auf jeden Fall noch einen dieser Hundis holen. Eigentlich könnte ich auch sehr gut Caramel Cake noch so einen Hund geben. Sie sind zwar wirklich teuer. Es ist halt fast unnötig. Sie sind teurer als ein Pony. Das ist halt so das Ding. Aber sie sind so süß. Ui, sind sogar so Bänke. Kann man sich hier hinsetzen? Ja, kann man. Cool. Also mal gucken, wo es hier weitergeht. Und vorne müssen wir noch. Ach genau, Heimatverstraße, Abfall, Zweige, Bodenpflege und gute Zäune. Ich habe es gerade vergessen vorzulesen. Ihr seht das ja nicht, weil ich im Weg sitze, bin. Muss auch gucken, vielleicht kann ich die Kälme auch einfach in die andere Ecke verschieben. Und da sieht man halt. Oh, ich muss mal mein Pferd verpflegen. Ich bin nur gestern, also ich nehme gerade am Freitag den 21. auf und am Donnerstag den 20. bin ich überhaupt nicht reingekommen. So. Dann renne ich mal schnell zum nächsten. Oh, hier liegt so viel Zeug rum. Na komm, räum den Baum weg. Also nach und nach wird's hübsch. Gut, da hinten ist noch ein bisschen Unkraut, das weg muss. An sich kommen wir ganz gut voran. Jetzt müssen wir mal dorthin rennen. Da steht mein Pferdchen. Ja gut, da ist jetzt noch ein bisschen Zeug und dort hinten ist dann halt noch ziemlich viel. Aber ich habe nur noch einen Zweig zum Beispiel und noch vier dieser Unkrautdinger. Und noch einmal Abfall irgendwo. Und der Abfall liegt dann. Ach, da oben liegt der Abfall. Okay. Gut, aber gleich müsste eigentlich der Großteil weg sein. Ja gut, hier ist das alles. Und ganz zum Schluss bauen wir dann noch den Heimatstall. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen muss zu bauen. Weil ich denke mal, das hier wird auf jeden Fall. Ich überlege wirklich, ob ich den Heimatstall hierher verlege. Weil ich habe ja eigentlich gesagt, wenn mal ein Heimatstall nach Südhof kommt, verlege ich ihn auch hierher. Und mir gefällt das so gut. Ich glaube, ich komme hier wirklich her. Sind zwar wieder 25 Starcoins, aber es ist so schön. Vor allem, man hat ja eigentlich einen Transporter. Und im Dundle bin ich auch nicht wirklich zentraler. Und man hätte ja sogar eine Fähre nach Fort Pinter. Ah, okay, hier muss ich bauen. Ah, mir fehlen aber noch Zäune. Ah, da oben sind die nächsten Zäune. Alles klar, okay. Und da vorne muss dann mit den Heimatstall weitermachen. Okay, gut, dann mache ich mal schnell mit den Zäunen weiter.
Okay, jetzt sind meine Aufgaben oben in der Ecke weg, warum auch immer. So, hier geht's auch weiter. Ja, es ist so toll. Ach, jetzt ist sie wieder da. Okay, sehr schön. Und jetzt das letzte Mal Zaun und dann müssen wir beim Heimatstall weiterarbeiten. Sehr schön. Die Musik ist so schön. Die erinnert mich an irgendwas. Ich weiß noch nicht an was. So, dann hämmern wir hier mal drauf rum. Ah ja, das wird doch langsam was. Wo muss ich jetzt so weitermachen? Ups. Wieder aufs Dach? Ja, genau. Also langsam nimmt das Ding doch Form an. Er sieht so nach und nach mehr nach dem Stall aus. Ah, okay, hier kommt man rein, theoretisch auch rein. Ah, alles klar. Ja, schick. Ein neuer Heimatstall. Ich ziehe hin auf jeden Fall. Oh, jetzt kann ich auch endlich mein Pferd versorgen. Das ist cool. Sehr, sehr schön. Dann kann ich das dann nachher gleich machen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie lange die Quest hier geht. Mal gucken, wie lange die uns beschäftigen wird. Also wir reden jetzt auf jeden Fall weiter mit Hooch. Ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht. Wir reden weiter mit dem Typen. Okay, das ist prima. Die Range sieht besser aus, als ich es je für möglich gehalten hatte. Dieser Ort wird ein Zufluchtsort für Menschen und Pferde. Ein Ort, an dem ihr Körper und ihre Seele heilen können. Ein Ort, in dem wir das Leben feiern werden. Eine echte Rettungsrange. So wie ich sie mir schon immer erträumt habe. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass du mir geholfen hast, wenn ich es nur irgendwie wieder gut machen könnte. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Es ist mehr als genug Platz im Stall. Du kannst den Stall jederzeit gerne für deine eigenen Pferde nutzen, wenn du magst. Die Gesellschaft wäre mir sehr angenehm. Und ich weiß, dass Madison glücklich wäre, wenn du in der Nähe bist. Psst, hast du das gehört? Oh, ein Pferdchen. Diese Stute sieht ziemlich aufgeregt aus. Sie will offenbar, dass wir ihr folgen. Zu Fuß kann ich nicht mithalten, aber du und Camel Cake könnt es schaffen, schnellerer. Aber sei vorsichtig. Ich komme so schnell wie möglich hinterher. Okay. Ich hatte zwar gerade eine Freundschaftsanfrage gekriegt. Muss mal gucken. Kümmere ich mich vielleicht nachher drum. Jetzt ist erstmal die Quest wichtig. Und die Stute. Kommt der Typ eigentlich hinterher? Ich glaube, wir treffen ihn dann so mehr oder weniger auf dort. Gut, ich bin jetzt wieder schneller als das Pferd. Oh, Regen, wie cool. Oh, Gefieder. Oh Gott. Ah, okay, hier. Hätte ich mir denken können. Ist ja genial. Das ist nicht gut. Das Fohlen atmet kaum noch. Kommen wir etwa zu spät? Ich brauche Platz und Ruhe, damit ich das Fohlen untersuchen kann. Seine arme Mutter macht es mir allerdings schwer, meine Aufgabe zu erledigen. Du musst versuchen, sie zu beruhigen. Ja, ja. Mach ich. Na. No. Danke, Lara. Ich würde dir gerne gute Neuigkeiten über das Fohlen mitteilen, aber ich kann dazu noch nichts sagen. Es atmet und sein Herzschlag stabilisiert sich langsam wieder. Allerdings muss ich noch einige Untersuchungen auf der Ranch durchführen. Oh, wie süß er das trägt. Aber ich denke, das ist in der Realen nicht möglich. Ich glaube, so ein Fohlen ist ein bisschen schwerer, als dass man es einfach mal so tragen kann, oder?
der Regen ist immer cool. Ich glaube, ich muss wieder auf die Ranch, oder? Wow, der Regen ist genial. Der ist richtig schön. Oh, wow, ich habe gar keinen Überblick mehr wegen den Regen. Ja, da, okay, aber der Regen ist ja toll. Okay, jetzt steht der Regen zwar so ein bisschen, aber es ist gerade ein bisschen buggy. Jetzt geht er weiter, okay. Jetzt ist wieder... Na, okay, irgendwie hat er gerade was nicht mehr so ganz gestimmt. Ich glaube, das ist jetzt verbuggt. Ich glaube, es sollte... Ja, jetzt habe ich hier so stehende... Okay, gut, das ist dann weniger cool, aber ja. Ah, jetzt weg, okay. Damit wir eine richtige Diagnose für das vorstellen können, müssen wir eine Blutattest durchführen. Das wird allerdings Tage dauern und die haben wir nicht. Ich muss mich auf meine Instruktion verlassen. Intuition verlassen und gleich mit der Behandlung beginnen. Dass es ein wild geborenes Pferd ist, besitzen wir leider keine Krankenakte über das Muttertier und wissen auch nicht, wie die Geburt verlief. Statistisch gesehen ist höchstwahrscheinlich eine neue neonatales Spepsis. Vielleicht kommt auch noch ein Versagen des passiven Transfers hinzu. Ich muss dem Fohlen sicherheitshalber ein wenig Antibiotika verabreichen und dafür sorgen, dass es sauber, wohlgenährt und in Form ist. Wir müssen das Fohlen möglichst schnell wieder gesund pflegen, damit es zu seiner Mutter zurückkehren kann. Cool. Da du ja die wichtigsten Einrichtungen repariert hast, müssen wir alles haben, was wir die Genesung des Fohlens brauchen. Schau doch einmal auf die Aufgabentafel. Dort findest du eine Liste der erforderlichen Pflege und Behandlungen, die an diesem Tag nötig sind. Ich bin froh, dass du hier bist, Lara. Ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Und jetzt lasse uns ein Leben retten. Ja, das machen wir. Ich weiß doch, dass dort die Tafel ist. Das hatten wir doch schon zweimal. Also bitte. Ich bin zwar vergesslich, aber so schlimm ist es dann auch noch nicht. Wenn du auf die Rettungsbench ein Pferd behandeln wirst, siehst du auf der Aufgabentabelle die TH? Ja. Okay, untersuchen wir es erstmal. Und schauen uns das mal an. Hm? Okay. Oh, das ist richtig schön. Also nicht, dass dem Fohlen schlecht geht, aber das Handeln und so, das ist toll. Okay, jetzt helfen mir gerade die Temperatur des Fohlens zu messen. Das seht ihr ja nicht, ich muss das vorlesen. So, und jetzt das Fohlen in der Waschstation säubern. Dazu müssen wir dort drüben hingehen, oder? Ja, genau. Dann schauen wir mal schnell. Warte mal, können wir jetzt richtig waschen? Das wäre ja cool. Und wie er das immer hin und her trägt. Oh, cool. Vielleicht ist es ja auch bald möglich, dass wir das auch mit den Pferden aus unserem Stall machen können. Also im Stall haben wir auch so eine Station an sich. Es wäre an sich cool, wenn wir das da bald so machen können. Empfohlen, Elektrolytergänzungen verabreichen. Was ist das denn? Machen wir das einfach mal. Wird schon richtig sein. Ob ihr das wohl immer hin und her schleppt. Ich find's sehr lustig. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel so ein neugeborenes Fohlen wiegt. Muss ich höchstens mal googeln, aber so einfach hin und her zu tragen. Ah, okay, jetzt geben wir ihm Wasser oder was zu trinken. Da ist wahrscheinlich diese Medizin drin. Dem Fohlen Aktivkolak. Okay, wir geben ihm gerade so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel und wahrscheinlich Medizin. Hallo Lara, offenbar hast du alle täglichen Aufgaben abgeschlossen. Sollen wir nachsehen, wie es dem Fohlen heute geht? Das Fohlen ist immer noch krank und braucht angemessene Pflege. Du hast dich schon so viele Tage lang um dieses
Pferd gekümmert. Eins. Oh, mach das so. Ah, das macht ja voll die coolen Geräusche. Also, ich denke, du musst dich noch so viele Tage um dieses Pferd kümmern. Eins. Das war's. Du bist für heute fertig. Ruh dich aus und komm morgen wieder. Das Fohlen braucht noch immer deine Hilfe. Okay, also habe ich jetzt quasi für heute fertig und muss morgen weitermachen. Okay, gut. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich sehr über eine Postwertung freuen. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Hab es deine wundervolle Zeit. Und ja, bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.